Wir sind in die falsche Richtung unterwegs, Sir. Sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von Ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Bin ich hier? Ah, okay, unter Wasser. Ui, ja. Hallo, Fischis. Fischi. Fischi? Ah. Fischi. Hä? Mist, heute gibt's Abendessen. Ui, ein U-Boot. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. Ach, das sind so Mini-U-Boote, wo wir drauf sind. Verstehe. Was ist da vorne? Das muss wohl die Bohrinsel sein. Der einzig schöne Tag war gestern. Part 8, glaube ich. Ach, Part 8? Oder Part 9? Egal. Part 9, glaube ich, ist es, ne? Tauchen wir mal nach oben. Okay, wo sind wir jetzt? In Position. Schalten wir sie zusammen aus. Warte auf Zeichen. Soll ich die jetzt ausschalten? Ich habe keine Waffe momentan. Soll ich den runter, ja, dachte ich mir. Wuppa, du kommst mit. Gutes Schwimmen. Danke, Leute. Dass die Waffe noch funktioniert? Ich meine, unter Wasser wird die doch kaputt gehen, oder? Sind die wasserfest? Keine Ahnung. Folgt mit denen mal. Bringen Sie die Geiseln in Sicherheit. 6 übrig. Mensch, ich hasse solche Level mit Geiseln befreien. In Battlefield 3 gibt es im Koop auch einen Level da. Sind Balz und ich überhaupt nicht weitergekommen. Den hätte ich. Ganz einfach. Und er fliegt sogar runter. Was ist denn? Ist das eine Bombe? Ja. Hä? Ach! Das Level kann lange dauern, nicht mehr, weil die Geiseln immer gekillt werden. Jetzt aber! Alter! Wer war denn? Hätten jetzt schon. Ach Gott! Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Scheiß auf die Geiseln, als ob die irgendwie einen Wert haben. Meine Fresse! Der hat uns. Ach! Das macht mich schon jetzt schon stinkert. Die haben null Wert, die Geiseln. Die können ruhig draufgehen. Meine Güte. Als ob die der Präsident von der USA wären oder sowas. Meine Güte.
Das kann noch lange dauern, das Level. Das kann sehr, sehr lange dauern. Ach, komm! Was ist denn da immer so los? Alles in Ordnung. Zivile bleiben bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Schnauze. Team 1 wird stürmen. Das Level geht mir langsam und gib mir jetzt schon auf die Eier, sagen wir es so. Jetzt, ach komm! Gott, wie mich das Level jetzt schon aufregt. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Ja, ja, Schnauze. Roger, Team 1 wird stürmen. Die haben null Wert, die Geiseln. Die muss man gar nicht retten. Als ob dann die Welt untergehen würde. Ich hab doch jetzt alles richtig gemacht, oder? Besser kann man das doch jetzt dann machen. Oder soll ich eine Granate schmeißen? Dann erwische ich aber eine Geißel. Oder ich versuche mal mit einer Blindgranate, vielleicht geht's dann. So, bitte. Ja, das war ja wohl gar nichts. Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Ja, es wird auch nichts. Natürlich. Eine Geisel also. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Team 1 wird stürmen. Dreckslevel. Das Level hat Adolf Hitler gemacht, Mann. Was denn jetzt schon wieder? Alles in Ordnung. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht. Schnauze, muss ich da oben hin? Vielleicht ist da oben was. Nein. Das Level sackt doch. Oh. Dachte ich mir, dass sowas kommt. Alles in Ordnung. Zum wie viel Mal fliegt er jetzt runter? Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Ja, bitte. Ach komm. Oder übersehe ich da immer einen? Ich schaue es mir jetzt mal genau an, wie viele Feinde da sind. Weil das hat mehr Wert, als wenn ich da sinnlos rumballere. Okay, wie viele Feinde sind da jetzt da? Eins. Ach, der. Und dann muss ich mich um die hier kümmern, okay. Oh. Ach so, okay. Da hat er uns eine. Der hat immer die Geißeln getötet. Hallo, ich will dich befreien. Hallo. Endlich. Peasant. Heißt auf Deutsch Bauer. Ein Geist, schon wieder. Ja, ja. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Feindlicher Heli. Verstecken. Das kenne ich doch aus dem ersten. Da war auch so ein ähnliches Level, wo man sich von dem Heli verstecken musste. Ach nee. Na, immerhin ist dann safe. Wäre da kein Safe, würde ich ausrasten. So, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt habe ich ihn gekötet. Hotel 6, weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Hä? Was zum? Ach, da! Versteckt sich da hinter einem Tisch. Oder was auch immer das sein soll. Was ist das für eine Waffe? AT4 habe ich noch nie gehört. So eine. Okay. Okay. Ich kann es bedenken. Das war jetzt echt noobig von mir. Oh mein Gott.
Jetzt werdet ihr mich alle hassen dafür. Okay, was ist die bessere Waffe? Ich glaube, ich bleib mal bei den Waffen, was soll's. C4, das gute alte C4. Darf ich jetzt schon? Jetzt ist die ganze Plattform auf uns aufmerksam. Haben wir jetzt verloren? Oh, jetzt 6 bei mir wieder ein bisschen. Hallo. Hey, hey, immer ruhig bleiben. Ja, was Bewegung. Schnauze. Verdammt, nachladen. Ja, komm her. So, hallo, folgst du mir oder folge ich dir? Ich habe langsam den Anschein, dass du mir folgst. Ja, weil du so langsam läufst, weil... Ich bleibe jetzt so. Ja. Hotel 6, Team 2 evakuiert die Geiseln von den unteren Decks. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten daran. Ende. Ui. AT4, ja, kann ich ruhig mal verwenden. Hey, geh da weg, Mamba! Sonst, war's das? Naja, kein Wortspielchen. Oh, Granate. Immer ruhig bleiben. Hä? Hey. Ah, du schießt da, okay. Oh, sorry. Was? Manche mögen es heiß, Errungenschaft. So, tschüss. Na, wer kommt denn noch? Bist du's? Schon wieder? Ach, da. Hi, Heli. Heli? Wow. Ich wollte nur schauen, ob der auch so schnell ist und mich erwischen tut. Raketenwerfer, damit knallt den Heli ab. Oh, keine Moni mehr. Na dann, vergiss es. Wer hat die Blende geworfen? Na, wo ist er? Heli! Hä? Wow, pff. Wo ist er denn? Da. Und tschüss. Gut gemacht. Die Uhr tickt. Wir müssen nach oben und alle weiteren Geiseln retten, bevor wir die Marines rufen. Ja, ja, nehme ich meine AK 74, 47, sorry. Ja, ich nehme lieber die andere. Ja, kann nämlich ja so ungern. Hallo! Hallo! Wo sind die Geiseln? Hüpf! Da direkt vor meiner Schnauze. Ja, komm, Quervisch, mach ihn fertig! Gut. Mein Mikrofon, Moment. So, mein Mikrofon ist mir von meinem... Ist mir runtergefallen. Okay. Weiter geht's. Wumpf. Was ist das mit McTravish? Du hast ihn doch gekillt, oder? Oder hat er ihn gekillt? Hallo? Gegner? Seid ihr Gegner?
Ja, ist ein Gegner. Ich wechsle mal zu der hier. Die kenne ich aus Counter-Strike. Nachladen. So viel Nebel und Staub. Na los, die Geiseln retten sich nicht von selbst. Doch, das tun sie. Vorwärts. Ghost, ziel bei dir auf 2 Uhr. Laufband! An alle Teams, sie sind uns voraus. Oh Mann, die Granate, jetzt sterbe ich, ja. Hier ist Alaska oder was auch immer. Ach, das war auch nichts. Das war ja gar nichts. Ich muss mal eine Granate schmeißen, vielleicht geht's dann. Das wächst bei mir wieder. Hier, erst mal für Ablenkung. Wow! Jawohl, passt genau. Ah! Wohin? Ich sehe sie gar nicht wegen dem Rauch. Oh! Ist die Granate hochgegangen? Der hat sie zurückgeschmissen. Ja, der leistet ja gute Arbeit. Lass mir jetzt nachladen, Leute. Wo sind die? Ich schmeiß jetzt meine Granate, vielleicht erwische ich die einen. Ist er hochgegangen? Achso, er hat sie wieder zurückgeschmissen. Ja, der ist ja gut. Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie du. Ist der Rauch jetzt endlich weg? Ich meine, so lange kann der doch gar nicht anhalten. Vorstoßen, ja. Okay, schnell zurück. Hä? Ich habe gerade wegen dem Rauch die Orientierung verloren. Lol. Okay, vorsichtig vorstürmen. Okay, jetzt gehe ich zu den anderen. Hier ist es mir zu schwer. Und hier ist es mir auch zu schwer. Wegen dem Scheißrauch, da sieht man nichts. Hier. Jetzt mal ein bisschen sprayen. Kommt her, ich schieße jetzt wie ein Verrückter. Falsches Ziel. Oh Gott. Das Level hat's in sich. Hä? So langsam werde ich echt sauer. Ja, so geht's allen hier. Was ist denn das für ein Rauch? Ist das ewiger, ewig haltbarer Rauch, der niemals erlischt? Oder was? Ah! Tja, mir geht's genauso.
Jetzt bin ich ganz ruhig. Und halte mein Auge ganz scharf, um Feinde zu sehen. Okay, zurück, zurück, zurück. Habe ich ihn erwischt? Hä? Da hinten tropft Wasser raus. Okay. Sie brechen aus der Deckung. Ziel erfasst. Auch Deckung. Gut, hier scheine ich sicher. Der rennt da einfach durch. Ziel, 4 Uhr. Roger, gut, dann mache ich das einfach auch. So, jetzt sind wir sicher. Hier ist kein Rauch. Sprengladung an den Türrahmen. Ach komm, ich brauche einen Safe. Danke. So, mal schauen, was ist denn hier los? Waren es alle? Sicher. Der Raum ist sicher. Ja, beim ersten Versuch. Alle Geiseln wurden gesichert. Wiederhole. Alle Geiseln gesichert. Rücken vor zur Landezone Bravo. Over. Gute Arbeit, Hotel 6. Marines werden. Was ist das? Sieht ja überhaupt nicht gefährlich aus, ne? Alle Sprengstoffteams haben Landefreigabe. Roger, Punisher, Hunter 2-2 hat verstanden. Punisher hier, Phoenix 1-1. 2-15 sind unterwegs zu Gran Quadrat 257-221. Er bietet Statusbericht. Okay, flieg. Flieg. Bei Plan Quadrat 255202. Lokaler Luftraum ist gesichert. Ich wiederhole, lokaler Luftraum ist gesichert. Vorrücken zum Zielgebiet auf Route November 2. Punisher hier, Hunter. Hunter 22. Gut, dann zeige ich schon mal bis zum nächsten Part im Voraus. Hunter 23 rückt zum Vorturmgebäude vor, um die Sprengsätze zu entschärfen. Punisher an alle Einsatzteams. Alle Raketenstellungen neutralisiert. Alle Raketenstellungen wurden. Hi Leute. Luftraum wieder sicher. Ja genau, spielen ein bisschen Bowling.